Moin Moin meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Clash News. Es ist viel passiert diese Woche, die neue Clash Mini Season hat gestartet und für einige Spieler auch direkt wieder geendet, ich erzähle euch auch gleich warum. Außerdem gab es in Clash Quest diese Woche leider gar nicht so viel. Dennoch habe ich Bock, wir gehen rein, wenn euch mal Content gefällt, lasst ein Abo da, viel Spaß. Wir beginnen mit Clash Mini am Montag. Montag ist die Clash Mini Season 3 gestartet. Und direkt zum Season-Start gab es schon ein kleines Problem, dass manche Spieler wieder ihren Star-Exchange nicht machen konnten. Das gab es zur letzten Season auch schon, aber wieder mal wurde es auch direkt gefixt, also halb so wild. Ich habe auch meinen Star-Exchange gemacht und ich sag euch ehrlich, es war noch nie so schlimm. Hier oben blende ich euch mal das Video ein zu meinem Star-Exchange. Und ich habe ja ausgerechnet, ob sich das Ganze lohnt. Ja, es lohnt sich natürlich zu 100%, aber die ersten 3 Tage waren wirklich die Hölle, weil es einfach dieses Mal eine Meta ist, die komplett mini-abhängig von 5 Minis ist und ich habe nichts davon vernünftig hochgehabt. Eigentlich brauchst du nur den Archer auf 3 Star und den Barbaren auf 3 Star und da konntest du die ersten 3 Tage free farm. Naja, war leider nichts bei mir. Vielleicht wird nächste Season besser. Ab dem 3. Tag war es dann so wie gehabt, hatte ich quasi alle Minis max und da konnte ich auch durchstarten. Als nächstes hat Clash Mini ein kleines Meme gepostet, ein Mega Knight mit so Kirby-Händen. Da will ich aber auch gar nicht weiter drauf eingehen, guckt euch einfach an, ist nichts Besonderes. Und der nächste Beitrag war einer zum Lava-Golem. Das Boss-Rain wurde nämlich komplett angepasst, der Boss hat jetzt nur noch 200 Leben, den kannst du mit bis zu 5 Leuten kaputt machen und alle 24 Stunden. Das bedeutet, dass du einfach öfter den Boss machen kannst und noch weniger Damage machen musst. Das heißt, es geht einfach alles schneller. Außerdem sind die Belohnungen noch viel heftiger. Du kannst jetzt einfach bis zu 30 Hero-Fragmenten, 1000 Gold und 20 Gems bekommen. Das Ganze allerdings nicht, indem du mehr Schaden machst, wie es vorher war, sondern zufällig. Du musst einfach nur Minimum, glaube ich, 20 Schaden machen. Und ab dann ist es zufällig, was du für einen Reward bekommst. Ist sehr nice, gerade für die Free-to-Play-Spieler ist es eine gute Sache, um an Heldenfragmente zu kommen. Kommen wir jetzt mal zu einer kleinen negativen Sache. Ihr wisst, am liebsten würde ich nur Positives in meinen Clash News und auch in meinen Streams und in meinen Videos sagen, aber ich muss auch die negativen Sachen ansprechen, so bin ich halt. Ich kann nicht einfach negative Sachen unter den Teppich kehren. Wenn ich was Positives sage, muss ich auch das Negative sagen. Finde ich zumindest. Ehrlichkeit zahlt sich immer aus. Und um ehrlich zu sein, ist die Season echt schon für viele Pro-Spieler, beziehungsweise für viele gute Spieler, es müssen nicht mal nur die Max-Out-Pros sein, sagen wir mal schon für die Top 1000, ziemlich langweilig geworden nach 4 Tagen. Wenn man mal das Leaderboard vergleicht, der erste Platz hat einfach schon 4K Trophies und Top 100 hat gerade mal die 1200 erreicht. Bedeutet, die Spanne ist jetzt schon so groß, dass sie quasi uneinholbar ist. Zusätzlich wird quasi nur ein Deck gespielt und das ist das Barbarenkönig-Deck, welches ich ja schon vorgestellt habe, was unglaublich krass ist, beziehungsweise eigentlich das einzige Deck ist, was wirklich konstant sinnvoll ist. Du kannst auch ein bisschen Royal Champ spielen, da kannst du auch ein bisschen mit pushen, aber letztendlich verlierst du gegen das Barbarenkönig-Deck. Das bedeutet, dass die Meta komplett einseitig ist und es deswegen auch nur um Zeit geht und darum, wer den höheren Barbarenkönig hat. Bedeutet, die Level 10er sind so krank im Vorteil wie noch nie und diese deswegen auch ganz schnell aufhören zu spielen. Ich glaube, es haben noch nie so viele Leute so schnell mit dem Spiel aufgehört wie momentan. Das Matchmaking ist ein Graus. Du wartest teilweise 5 Minuten darauf, dass du einen Gegner findest. Und wenn da mal wirklich Leute online sind, dann sind es immer die 2-3 gleichen. Also ich habe gestern, glaube ich, 20 Mal gegen den gleichen gezockt. Es ist wirklich krass. Man sieht es im Leaderboard recht gut. Es ist nur eine Handvoll Spieler, die wirklich aktiv spielen. Ja, und die anderen leider nicht mehr. Die ganze Thematik hat auch für einen ziemlich krassen Shitstorm auf Twitter gesorgt. Vlad hat nämlich gestern etwas getweetet, was ich jetzt mal sinngemäß wiedergebe. Er sagte nämlich, dass es klar ist, dass die Meta schnell langweilig wird, wenn die oberen Spieler in der ersten Woche schon 150 Stunden spielen. Dafür ist das Spiel auch gar nicht gemacht. Macht euch doch einen Zweit-Account, dann progresst ihr nicht so schnell und dann macht es auch wieder Spaß. Ja, das war so ziemlich ein vom Kopf stoßen von allen guten Spielern und ich kann das Ganze leider auch nicht wirklich unterschreiben. Klar, verstehe ich schon, was er meint. Er sagte auch, dass wir mal außerhalb unserer Top 1000 Bubble denken müssen. Für neue Spieler, okay, vielleicht ist das Spiel spaßig, aber selbst wenn wir uns einen neuen Account machen, ich habe mir einen neuen Account gemacht, sage ich ehrlich, da habe ich im Stream, ich glaube, 20 Minuten gezockt und 20 Minuten einfach auch nur gewonnen, es sind einfach Freemans. Einen neuen Account machen, hat nichts auf Hacken, weil du einfach durchgehend gewinnst, ist auch nicht so geil. Muss ich ja ehrlich sagen. Und eigentlich ist so ein Spiel ja dafür da, um reinzubinden, um mit seinem Hauptaccount reinzugehen. Und dann als Ausrede, sag ich mal, zu benutzen, dass es klar ist, dass die Meta dann langweilig wird.
Das fühle ich einfach nicht so. Versteht mich nicht falsch, damit möchte ich auch auf keinen Fall irgendjemanden angreifen oder sowas. Ich möchte nur Stellung beziehen, dass ich schon die ganzen Leute verstehen kann, die einen ziemlich großen Unmut haben. Ich kann natürlich auch Vlad verstehen, beziehungsweise das Clash-Mini-Team, dass es sehr schwierig ist, mit so einer beschränkten Anzahl an Minis und Helden und dann noch so einem kleinen Board und sowas. Das Spiel ist halt relativ klein, da alles vernünftig zu balancen. Aber es ist halt wirklich so, dass es sehr einseitig ist, diese Balance. Und das hat auch nichts damit zu tun, wie lange man das Spiel am Stück spielt. Einer, der sowas ähnliches getweetet hat, ist der gute Spieler Negan. Den kennen wir ja aus Season 1 und 2, war Langzeit Platz 1. Und dieser hat auch geschrieben, er hat 1500 Euro in das Game gehauen, um geil spielen zu können, um oben mit dabei zu sein, wie es ja einige von uns gemacht haben, ich auch. Und jetzt ist die Season halt nach 4 Tagen wirklich schon sehr einseitig, sehr langweilig. Du wartest sehr lange auf ein Match. Und gut, das mit dem Matchmaking, ganz ehrlich, da sind die Spieler schuld, nicht das Spiel an sich, weil dadurch, dass kaum einer spielt, wartest du halt. Da kann auch das Spiel nichts für. Allerdings würden wahrscheinlich mehr Spieler spielen, wenn das Ganze etwas vielseitiger wäre. Und ich hoffe, dass sie es in den Griff kriegen und ich hoffe, dass bald nochmal Balance Changes kommen. So viel zu der kleinen Meckerrunde heute. Ich liebe dieses Spiel, ihr wisst es genau, aber ich wollte euch das auch einfach mal wissen lassen, warum momentan viele gute Spieler echt einen kleinen Unmut haben und vielleicht spiegelt sich das ja bei euch auch ein bisschen wieder, ich weiß es ja nicht. Wie seht ihr das Ganze? Lasst gerne mal einen Kommentar da. Ich bin bereit, mit euch zu schreiben, fände ich ganz cool. Ich würde gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema wissen. Mich nervt es auf jeden Fall extrem, dass ich immer gegen die gleichen spiele und dass ich eigentlich nur das gleiche Deck spielen kann, weil halt alle das gleiche Deck spielen. Ich bin gespannt, wie das in Turnieren abläuft, aber ich glaube, dass sich da auch nicht ganz viel ändern wird. Zumal es aufgrund dieser Cheating-Thematik wahrscheinlich diese Season auch gar nicht so viele Turniere geben wird und das dann wahrscheinlich nochmal ein Grund ist, warum einige Pro-Player nicht mehr ganz so viel spielen. Naja, das war's auf jeden Fall mit Clash Mini diese Woche. Nächste Woche will ich euch einfach von guten Balance-Changes erzählen und wie geil das Ganze wieder geworden ist. Wir wissen, nach dem Up kommt auch wieder ein Down. Moment mal, andersrum. Nach dem Down kommt auch wieder ein Up. Und wir sind gerade im Down. Lasst uns jetzt weitermachen mit Clash Quest. In Clash Quest gibt es diese Woche einfach nur ein paar Bildschirme. Nicht mal wirklich krasse Memes oder sowas. Einmal wurde gefragt, wie so ein Puzzle hier zu lösen ist. Also wie man eine Stage cleart. Beziehungsweise mit wie vielen Spielzügen Minimum. Die Antwort darauf wurde dann auch gepostet in Form eines kleinen Videos. Ist halt so ein bisschen diese Woche wieder, ja, wir sind noch da, aber gibt nichts Neues. Ich denke mal, dass die gerade in der Produktion von dem nächsten Captain's Log sind. Und wir dazu dann wahrscheinlich bald wieder was bekommen. Ich meine, die haben ja gesagt, dass die jetzt öfter mal Videos machen wollen. Also man kann auch nicht jede Woche was erwarten. Das zweite Bild war ein Bild vom Bomber mit 3 Bomben. Sprich, das sind quasi die 3 Items. Und wir sollen sagen, welche Item-Idee wir für die Bomber hätten. Also Verbesserungsvorschläge quasi. Und das letzte Bild war eine Erklärung über den Bombenminer, wie man sie am besten spielt. So 3 kleine Tipps. Kennen wir auch alles. Ebenfalls nur so ein Ding. Ja, wir sind auch da, Digga. So viel dazu. Ich kann ja mal zum Abschluss noch ein bisschen von meiner Clash Quest Liga erzählen. Muss ich sagen, war diese Woche echt stabil. Ich bin ja mittlerweile in Platin abgerutscht, weil ich 3 Wochen nicht gespielt habe. Nächste Woche bin ich dann wieder in Legendary 3. Momentan macht es mir auch echt wieder einigermaßen Spaß, die Liga zu zocken. Klar, ist halt immer noch so ein bisschen, ist mäßig das Gleiche. Aber ich habe Bock, wieder in Legendary 2 zu sein oder in Legendary 1 mal gucken, um mich daran auf jeden Fall auch zu halten. Solange wir gerade nichts anderes zu zocken haben, werden wir auf jeden Fall die Clash Quest Liga durchgrinden. Viel mehr kann ich diese Woche auch gar nicht sagen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Ich weiß, es sind jetzt nicht die krassesten Infos. Es ist alles ein bisschen beklemmt und bedrückend. So ist die Stimmung momentan bei den Beta-Games. Wir kennen es alle. Es ist nun mal manchmal so. Egal wie scheiße es gerade läuft, bald läuft es wieder besser und dann wird es auch wieder alles geiler. Ich meine, vor einer Woche waren wir noch übelst im Update-Hype und jetzt sind wir übelst im Update-Down. Das Ganze muss sich wieder ändern. Ich habe auch Bock drauf. Wir werden durchziehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Bye.